Ja, hallo zusammen. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Webinar Interpolationsdrehen und Fräsen auf der TNC 640. Mein Name ist Michael Windl, ich bin Kursleiter bei der Firma Heidenhain und werde Ihnen in diesem Webinar die Programmierung der Zyklen 291 und 292 auf der TNC 640 erklären. Wenn Sie dazu Fragen haben, bitte unten das Fragenfenster benutzen. Ich werde dann am Ende des Webinars auf diese Fragen eingehen. So, wir beginnen mit der Grundlage. Was können wir mit diesen Interpolations-Dreh-Fräs-Zyklen machen? Wir können rotationssymmetrische Konturen in einer beliebigen Bearbeitungsebene bearbeiten. Vielleicht noch etwas vorneab. Die TNC 640 kann ja sowohl fräsen als auch fräsdrehen. Das Thema Interpolationsdrehen, dazu benötige ich keinen Drehbetrieb. Das heißt, es geht auch auf jeder Fräsmaschine. Dazu benötige ich keine Fräsdrehmaschine. Es gibt zwei verschiedene Bearbeitungsvarianten. Es gibt einmal das Interpolationsdrehen. Da sprechen wir von einer gekoppelten Spindel. Das heißt, während meine Linearachsen das Werkzeug in X, Y und Z bewegen, wird die Spindel bei dieser Bewegung immer nachgeführt. Das heißt, dass sie entweder zum Zentrum der Bearbeitung oder vom Zentrum der Bearbeitung wegschaut. Das ist die Interpolationsdrehen mit der gekoppelten Spindel. Beim Interpolationsfräsen machen wir das Gleiche. Wir bearbeiten eine rotationssymmetrische Kontur, allerdings mit einer nicht gekoppelten Spindel, zum Beispiel mit einem Fräswerkzeug, um eine Kontur vorzuschrubben oder auch um eine Kontur zu schlichten. Genau, Interpolationsdrehen können wir innen oder außen. Und je nachdem, wo ich mich bewege, bei der Innenbearbeitung zeigt die Schneide vom Zentrum weg, bei der Außenbearbeitung zeigt die Schneide zum Zentrum hin. Wie man das hier schön auf dem Bild sieht, während einer Kreisbewegung schaut die Schneide immer nach außen zu meiner bearbeitenden Fläche. Dazu haben wir zwei Zyklen. Das ist einmal der Zyklus 292. Der ist für das Interpolationsdrehen, Konturschlichten. Der ist dafür gedacht, auf der Steuerung direkt mit Konturen zu arbeiten. Der Zyklus 291, Interpolationsdrehen, Kopplung, kann ich natürlich auch auf der Steuerung direkt programmieren. Der ist aber eher dafür gedacht, um dem CAM-System eine Schnittstelle zu geben, um Bearbeitungen mit einer gekoppelten Spindel ausführen zu können. Für den Zyklus 292 benötige ich die Konturbeschreibung in einem Label. Dieses Label wird dann mit dem Zyklus 14, dem Zyklus 292, zugewiesen. Außerdem benötige ich für die beiden Interpolationsdrehzyklus die Option 98 auf der Steuerung. Also das ist eine kaufpflichtige Option, die ich hier freischalten muss über den Maschinenhersteller. So, als erstes schauen wir uns den Zyklus 292 an, weil wir den mehr auf der Steuerung programmieren können, und danach schauen wir uns dann den Zyklus 291 an. Ich habe hier mal so eine klassische Anwendung, Anwendungsbeispiel für diesen Zyklus mit reingepackt, und zwar habe ich hier eine Bohrung und diese Bohrung hat eine Kontur. Die Konturbeschreibung sehen wir hier unten in unserem Label 1, also im Satz 10 bis Satz 22 ist die Konturbeschreibung hinter M30, und in meinem Hauptprogramm habe ich dann zum Beispiel hier ein Fräswerkzeug, das ich aufrufe. Ich schalte mit M3 die Spindel ein, dann kommt der Zyklus 14, mit dem sage ich ihm, verwende das Konturlabel 1, und dann kommt der Zyklus 292 und ich muss mich auf die Mitte von der Bohrung positionieren und mit M99 rufe ich den Zyklus auf. Und hier sehen wir dann das Ergebnis. Das ist diese rotationssymmetrische Kontur, die dann in einer 3D-Spirale bis nach unten vom Zyklus ausgeführt wird. Programmiert wird das Ganze über CycleDev, Sonderzyklen, Interpolationsdrehen und der Zyklus 292. Ich kann ihn sowohl für Innenbearbeitung als auch für Außenbearbeitung verwenden.
Für die Programmierung mit dem Zyklus 292 benötige ich eine Konturbeschreibung. Zum Beispiel wird diese Konturbeschreibung, oder die muss in der ZX-Ebene erfolgen. Also ich erstelle einfach einmal das Profil von meiner rotationssymmetrischen Kontur. Durch den Zyklus wird diese Konturbeschreibung dann um die Z-Achse gedreht. Im Programm weise ich das Ganze dann mit dem Zyklus 14 meinem Zyklus 292 zu. Bei der Konturprogrammierung muss ich jetzt Folgendes beachten. Ich muss die Konturbeschreibung mit Radiusangaben machen. Das heißt, ich darf hier nicht die Durchmesser programmieren, sondern muss halt wirklich die Radiusangaben programmieren. Außerdem darf ich keine Hinterschnitte programmieren. Die Kontur muss monoton fallend bzw. monoton steigend sein. Was heißt das? Monoton steigend wäre, wenn wir jetzt hier die blaue Kontur sehen, das ist monoton fallend. Das heißt, die Kontur hat keine Richtungsänderung drinnen. Wenn ich jetzt die Kontur von unten nach oben programmieren würde, wäre das monoton steigend. Das würde funktionieren, bis ich ganz oben bin. Und wenn ich jetzt auf die Außenseite wechseln möchte, damit ich diesen Radius und die Gerade hier auch noch mit verwenden kann, das wäre dann nicht möglich, weil dann würde ja die Kontur wieder fallen und dann wäre es nicht mehr monoton steigend. Die Innenkontur werden wir zusammen mit dem Zyklus 292 herstellen. Die Außenkontur, wie Sie sehen, enthält einen Hinterschnitt. Dazu benötige ich dann den Zyklus 291, denn da kann ich dann auch den Hinterschnitt mit fertigen. Auch zu beachten, meine Programmierrichtung im Konturlabel ist auch gleichzeitig die Bearbeitungsrichtung. Das heißt, wenn ich von oben nach unten die Kontur programmiere, wird die Kontur auch von oben nach unten bearbeitet. Wenn ich da einen anderen Ablauf haben möchte, dann muss ich einfach meine Kontur anders programmieren. Genau. Konturprogramm sieht dann so aus, mein Label 1 mit der Beschreibung in X und Z und der Zyklus rotiert das Ganze dann um meine Z-Achse zum Beispiel. So, ich kann das Ganze mit verschiedenen Werkzeugen machen. Ich kann das Ganze einmal ohne Spindelkopplung mit einem ganz normalen Fräswerkzeug machen. Das haben wir in dem ersten Screen vom Anwendungsbeispiel gesehen. Das heißt, ich habe ein Werkzeug in der Spindel, Fräswerkzeug, und möchte diese rotationssymmetrische Kontur einfach mit einem Fräser entweder vorbearbeiten oder fertig schlichten. Dazu kann ich das Fräswerkzeug ganz normal in der Werkzeugtabelle in der Tool T anlegen. Wenn ich mit aktiver Spindelkopplung arbeite, kann ich das Werkzeug entweder in der Werkzeugtabelle anlegen, also das Drehwerkzeug, in der Werkzeugtabelle und das dann als Fräswerkzeug definieren mit Länge, Radius und auch der R2, der Eckenradius wird kompensiert. Ich kann das Ganze auch als Fräswerkzeug in der Werkzeugtabelle definieren und zwar kann ich ja zum Beispiel einen Messerkopf, wenn man sich mal so einen Messerkopf vorstellt, so einen Torusfräser mit zwei Schneidplatten, dann könnte ich auch mit gekoppelter Spindel mit einer Schneidplatte, wenn ich den Winkel weiß, wo diese Schneidplatte ist, kann ich auch diese Schneidplatte exakt zum Interpolationsdrehen verwenden. Oder wenn wir eine Fräsdrehmaschine haben und die Tool Turn.trn, also die Drehwerkzeugtabelle verwenden, kann ich auch ein Drehwerkzeug dazu verwenden. Wie das Ganze definiert werden muss, damit ich es verwenden kann, das können wir im Zyklenhandbuch nachlesen bei der Beschreibung für den Zyklus 292. Also welche Orientierungen, dass ich verwenden darf, wie das Werkzeug angelegt werden muss, das kann ich hier alles im Benutzerhandbuch nachlesen. Das Interessante beim Zyklus 292 ist, dass er eben auch die verschiedenen Werkzeugtypen bei der Bearbeitung kompensiert. Ich habe hier mal so ein Beispiel gemacht mit einem Radius, den ich an eine Bohrung oder an eine Bohrung so einen Radius anfräse. Das habe ich jetzt einmal mit einem Schaftfräser, mit einem Kugelfräser und mit einem Torusfräser gemacht. Das ist immer der gleiche Zyklus.
Es wird lediglich das Werkzeug verändert und die Steuerung kompensiert das Ganze dann. Und das ist eben das Interessante an dem Zyklus, dass ich eben auch bei der Fräsbearbeitung sehr viele Möglichkeiten habe. Eben immer wenn ich eine rotationssymmetrische Kontur habe, kann ich das mit dem Zyklus 292 sehr gut bearbeiten. Ich bekomme eine sehr schöne 3D-Spiralbahn raus für die Bearbeitung und kann eben auch mit verschiedenen Werkzeugtypen, beispielsweise mit einem Kugelfräser, sehr schnell auch sehr gute Oberflächenergebnisse erzielen. Die Programmierung an sich, ich habe verschiedene Eingabeparameter. Als erstes habe ich den Eingabeparameter Q560. Da gebe ich an, ob ich eben die Spindel koppeln will oder nicht. Wenn ich sie nicht koppel, also 0, dann muss ich danach die Spindel vor der Bearbeitung auch einschalten. Als nächstes lege ich die Bearbeitungsrichtung fest. Das ist jetzt beim Interpolationsdrehen wichtig, denn je nachdem, wie meine Schneide steht, muss ich hier M3 oder M4, also nicht, Entschuldigung, nicht M3, M4, muss ich hier 3 oder 4 angeben, damit ich die richtige Bearbeitungsrichtung ausführe, damit das Werkzeug auch wirklich schneidet und nicht einfach nur entlang schabt und irgendwann bricht. Beim Interpolationsdrehen bestimme ich hier mit 3 oder 4, ob die Kontur im Gleich- oder Gegenlauf bearbeitet werden soll. Das kann man sich dann ganz einfach in der Simulationsgrafik mal anschauen, in welche Richtung das die Bearbeitung stattfinden soll. Die Programmierung beim Q529. Hier lege ich fest, ob es sich um eine Außen- oder Innenbearbeitung handelt. Das braucht die Steuerung einmal für die Schnittgeschwindigkeit, damit sie eben weiß, okay, die Schnittgeschwindigkeit während der Bearbeitung verringert sich oder erhöht sich. Außerdem benötigt die Steuerung diese Information, damit sie den seitlichen Sicherheitsabstand richtig verfahren kann. Im 491 wird der Startpunkt der Bearbeitung programmiert, also der Radius. Der ist wichtig, denn da berechnet die Steuerung die Schnittgeschwindigkeit für diesen Radius hier, also den passenden Vorschub. Und dann wird noch ein Aufmaß definiert im Q221. Dieses Aufmaß bleibt nach der Bearbeitung stehen. Das heißt, wenn man jetzt erst mit einem zum Beispiel Fräswerkzeug vorschrubbt und anschließend mit einem Drehwerkzeug nachschlichtet, kann man dieses Aufmaß verwenden, damit eben noch was auf der Kontur stehen bleibt. Dieses Aufmaß wird gleichmäßig auf die komplette Kontur draufgerechnet. Dann die Zustellung pro Umlauf, also wie viel in Z zugestellt werden soll bei einer 360-Grad-Drehung. Hier habe ich mir so eine Faustformel angeeignet. Und zwar mache ich hier, wenn ich ein Werkzeug mit einem Schneidenradius habe, also mit einem R2, sei es jetzt ein Schneidplattenradius oder ein Fräser-Eckenradius, nehme ich bei dieser Zustellung pro Umdrehung immer den viertelten Radius. Also immer ein Viertel vom Radius, dann hat man auch eine sehr gute Oberflächenqualität. Ist natürlich auch, umso kleiner ich hier werde, umso länger dauert dann auch die Bearbeitungszeit. Der Vorschub, das ist jetzt auch was, beim Fräsen ist ein bisschen untypisch. Und zwar gebe ich hier die Schnittgeschwindigkeit an. Und zwar in Millimeter pro Minute. Da ist ja ein Interpolationsdrehzyklus ist, wird hier der Vorschub auf die als Schnittgeschwindigkeit angegeben und dann über den Startpunkt vom Zyklus richtig berechnet. Dann habe ich noch zwei Sicherheitsabstände, einmal den Abstand für die Seite, damit er eben nach dem Zyklus da dann auch wegfahren kann von der Kontur und die sichere Höhe, die nach der Bearbeitung angefahren wird. Genau. Und wenn der Zyklus fertig definiert ist, muss ich das Werkzeug auf Mitte der Bearbeitung vorpositionieren und mit den üblichen Funktionen M99, Cycle Call, Cycle Call POS oder Cycle Call PET, also in Verbindung mit einer Punktedatei oder einem Punktemuster, aufrufen. Genau, Bearbeitungs- oder Anwendungsbeispiel ist hier zum Beispiel einmal Vorschruppen.
Wir sehen hier im Zyklus 292, ich habe eine im Q221 hier 0,3 mm Aufmaß programmiert und das wird im nächsten Schritt durch den durch das Drehwerkzeug mit Spindelkopplung weggearbeitet. Wir sehen jetzt hier einmal im Satz 7 Q560 0, keine Spindelkopplung. Und hier im Satz 12 Q560 1, hier wird die Spindel gekoppelt und das Aufmaß weggearbeitet. Die Konturbeschreibung ist bei beiden Bearbeitungen die gleiche. Das Ganze funktioniert natürlich auch in der geschwenkten Bearbeitungsebene. Deswegen ist es auch für Fräsdrehmaschinen interessant, wenn nämlich meine Drehbearbeitung nicht parallel zu meiner Drehachse liegt. Denn dann kann ich ja nicht mit den Fräsdrehfunktionalitäten arbeiten, dann muss ich eben zum Beispiel mit dem Interpolationsdrehen arbeiten. Und auch eine interessante Anwendung, wenn ich jetzt beispielsweise das Ganze in Verbindung mit einem Punktemuster mache. Das heißt, ich habe jetzt hier in meinem Zyklus 292, ich rufe ihn nicht mit einer einzelnen Position auf, sondern ich habe über Pattern Def ein Punktemuster definiert und das wird einfach über Cycle Call Pat aufgerufen. Und so wird an jeder Position der Interpolationsdrehzyklus abgearbeitet. Und speziell, wenn man jetzt hier zum Beispiel so Einlaufradien für Bohrungen hat, ergibt sich hier eine sehr schöne 3D-Spiralbahn durch den Zyklus 292. Da haben wir halt dann den Vorteil, dass man das Ganze an der Steuerung auch noch ändern kann. Beispielsweise ein anderes Werkzeug verwendet oder andere Zustellungen. Da ist man halt sehr flexibel an der Steuerung. So, das Ganze schauen wir uns jetzt einmal am Programmierplatz an. Ich habe dazu schon mal ein Programm vorbereitet. Genau, ich habe hier schon mal ein Rohteil vorbereitet und auch zwei Konturen. Wir wollen jetzt einmal bei unserem Bauteil hier, sehen wir hier die Außenkontur, also unsere Rohteilkontur, die wollen wir einmal nachbearbeiten mit einem Interpolationsdrehwerkzeug und innen haben wir noch eine Bohrung. Durchgehende Bohrung und an die Bohrung soll oben noch ein Radius von 5 mm angebracht werden. So, dazu starten wir mit unserer Bearbeitung. Und zwar beginnen wir oben erstmal mit dem Einlaufradius für unsere innere Bohrung. Dazu rufe ich mir einen Kugelfräser auf, Durchmesser 6, definiere die Spindeldrehzahl, den Vorschub lasse ich mal weg. Mit M3 schalte ich das Ganze ein und definiere jetzt meinen Zyklus. CycleDef, Sonderzyklen, Interpolationsdrehen. Zyklus 292. So, hier sage ich jetzt, okay, Spindel koppeln, nein, denn ich möchte ja ein Fräswerkzeug verwenden. Winkel der Spindel, den brauche ich nur, wenn ich mit einem gekoppelten Spindel arbeite, damit ich eben das Werkzeug an die richtige Position drehen kann. 3 oder 4 ist die Bearbeitungsrichtung, die schauen wir uns dann in der Simulation kurz an. Bearbeitungsseite wäre eine Innenbearbeitung, also 1. Aufmaß für die Oberfläche 0. Vorschub pro Umdrehung wäre dann 0,2. Die Schnittgeschwindigkeit, da kann man schon mal sehr hoch raufgehen. Es kommt jetzt jeder auf die Maschine drauf an, wie viel das da möglich ist. So, Konturstartradius, da müssen wir jetzt nochmal schnell in die Kontur unten reinschauen. Der ist bei 9,1.
Okay, dann geben wir das so auch in den Zyklus ein. Also immer das, was bei der x-Koordinate im ersten Satz drinnen steht, geben wir hier mit ein. Okay, so, das ist der Zyklus 292. Bevor wir den jetzt verwenden können, müssen wir ihm noch sagen, welches Label er verwenden soll. CycleDev, SL-Zyklen, Zyklus 14. Das Label 2 soll er hier verwenden. Und dann müssen wir ihm noch auf die Mitte der Bearbeitung vorpositionieren. X, 0, Y, 0 und dann mit M99 rufen wir den Zyklus auf. Okay. Wir wechseln kurz in den Programmtest und schauen uns mal an, was er hier macht. Wir sehen, er fährt hier schön nach unten und erzeugt mir hier meine Kontur, meine Bearbeitung. So, jetzt ist noch interessant, ob wir auch in der richtigen Bearbeitungsrichtung uns bewegen. Lassen wir das Ganze mal ein bisschen langsamer ablaufen. So, man sieht jetzt schön, er fährt das Ganze im Gegenlauf. Das würde ich jetzt gerne im Gleichlauf haben. Das ist dank des Zykluses kein Problem. Ich gehe auf die Richtung und ändere diese auf M4, also nicht M4, ich sage immer M4, das ist die Macht der Gewohnheit, auf 4. Dann wird hier das Ganze in der richtigen Richtung abgearbeitet. Genau. Jetzt sieht man, Bearbeitungsrichtung geändert. Und jetzt machen wir das Ganze im Gleichlauf. Genau. Und es entstehen hier schöne 3D-Spiralbahnen. Kann man sie hier schön sehen. Das Werkzeug fährt oben an und fährt unten wieder sauber weg. Genau. Das passt. So sieht das Ganze sehr schön aus. So, als nächstes wollen wir die Außenkontur machen und die wollen wir jetzt mit einem Drehwerkzeug machen. Also Tool Call, Name, wir wählen uns das Drehwerkzeug aus. Bei uns jetzt hier im Programmierplatz ist es zum Beispiel der Turn Rough, Werkzeug 300. Anschließend CycleDev, Go To. Ja, dauert etwas, genau, Go To 14, unseren Konturzyklus. Okay. Und wir wollen jetzt das Konturlabel 1 verwenden. Anschließend CycleDev, Sonderzyklen, Interpolationsdrehen, Zyklus 292. Diesmal wollen wir die Spindel koppeln. Bearbeitung ist außen, kein Aufmaß und die Zustellung pro Umdrehung machen wir auf 0,5 und damit wir schön Schnittgeschwindigkeit zusammenbekommen, einen hohen Vorschub wählen. Genau, der Konturstartdurchmesser, den müssen wir wieder kurz schauen. Im Label 1 beginnen wir hier bei X12. Dann geben wir das auch in unserem Zyklus mit an. Und wir positionieren uns wieder auf Mitte der Kontur vor. Und mit M99 rufen wir den Zyklus wieder auf. Das Ganze sieht dann so aus. Als erstes die Innenbearbeitung und anschließend folgt die Außenbearbeitung. Ich habe jetzt hier die Simulationsgrafik auf Stufe 2 eingestellt, also niedrige Stufe. Einfach diese schnellen Bewegungen hier, da braucht die Simulationsgrafik schon etwas zum Rechnen, damit man es jetzt hier schneller sieht.
habe ich das Ganze mal auf Stufe 2 eingestellt. Dadurch kommt auch diese Facettierung am Teil. Das kommt einfach von dieser Auflösung hier. Genau, man sieht jetzt schön, wie er die Kontur, die wir hier unten in Label 1 programmiert haben, schön nach unten mit dem Fräser bearbeitet. Oder mit dem Drehwerkzeug hier. Genau. Genau, hier sieht man auch noch schön, am Ende des Zykluses schaltet er dann um. Das ist auch hier das Drehwerkzeug aktiv. Während der Bearbeitung sieht man das Ganze nur wie ein Fräswerkzeug. Genau, also so kann man das Ganze einfach programmieren. Einfach die Konturbeschreibung in X- und Z-Koordinatensystem machen und dann oben mit dem Zyklus das Ganze abarbeiten. Speziell auch bei so Bearbeitungen wie Radien an der Kontur anfräsen ist das Ganze eine sehr interessante Sache. Okay, und damit So, der Zyklus 292, den können wir eben schön an der Steuerung programmieren. Das heißt, wir programmieren unsere Kontur und anschließend den Zyklus 292 und schon haben wir den fertigen Ablauf für unsere Steuerung. So, wenn wir das Ganze jetzt mit Hinterschnitten oder aus dem CAM-System raus bearbeiten wollen, dann haben wir den Zyklus 291 zur Verfügung. Der Zyklus 291, wir sehen hier ein Beispiel. Zum Beispiel die Außenbearbeitung mit einem Hinterschnitt. Der Zyklus 291 macht nur eines, der koppelt die Spindel an die Bearbeitung. Ich gebe im Zyklus einen Drehpunkt an und während die Linearachsen eine Bewegung in X, Y und Z ausführen, wird die Spindel immer zu diesem Drehpunkt, zu diesem definierten Drehpunkt hin orientiert. Und das ist die ganze Aufgabe vom Zyklus 291. Programmiert wird er genauso. Der Zyklus 291 ist links neben dem Zyklus 292. Was ich beim Zyklus 291 beachten muss, der Zyklus ist call-aktiv. Das heißt, nach der Definition muss ich ihn mit M99 aufrufen. Ansonsten wird der Zyklus nicht aktiv. Heißt, die Spindelkopplung wird nicht aktiv. So, wie kann ich jetzt den Zyklus verwenden? Ich habe hier jetzt zum Beispiel eine 3D-Spiralbahn aus dem CAM-System mir generieren lassen. Für den Hinterschnitt lasse ich diese komplette Kontur bearbeiten
Und vor und nach der Bearbeitung schalte ich die Kopplung jeweils ein, also vor der Bearbeitung einschalten und nach der Bearbeitung wird ausgeschaltet. Und so ergibt sich dann dieser Bewegungsablauf, dass eigentlich das Programm eine Bewegung in X, Y und Z beschreibt, sich allerdings die Spindel während dieser Bewegung immer zum Drehpunkt, der im Zyklus definiert ist, orientiert. Genau, Konturbeschreibung mit Hinterschnitt ist hier der Anwendungsfall oder auch, wenn die Konturbeschreibung aus dem Kammsystem kommt. Hier ist halt wichtig, die ganzen Parameter wie Umlaufsinn, Bearbeitungsrichtung, die Zustellung der Werkzeugabmessungen, das wird natürlich alles schon im CAM-System verrechnet und hinterlegt. Also da muss ich halt einfach auch an mein Output-Programm wieder mich binden. Auch hier habe ich wieder den Schalter Spindel koppeln, ja oder nein. In der Regel werden wir hier die Spindel koppeln. Die Bearbeitungsrichtung haben wir wieder, bei dem Zyklus natürlich nicht, die Folie ist hier falsch drinnen. Und dann haben wir die, oder, jetzt müssen wir schnell, Bearbeitungsrichtung, na, Winkel der Spindel haben wir drinnen, ganz genau. Den Spindelwinkel haben wir drinnen, aber nicht die Bearbeitungsrichtung. Die ergibt sich natürlich je nachdem, was ich hier verwende, in meinem CAM-System zum Beispiel. Den Drehpunkt in X und Y muss ich angeben. Zudem wird das Werkzeug dann immerhin orientiert. Und dann gibt es noch einen Parameter, der Q561. Den benötige ich, wenn ich mit einem Drehwerkzeug, also wenn das Werkzeug in der Tool Turn definiert ist. Denn wenn ich so ein Werkzeug verwende, dann ist es so, im Standard wird der XL nicht als Radius verrechnet, nicht als Fräswerkzeugradius. Dafür gibt es den Parameter Q561, dass ich hier sage, okay, wenn ich den auf 1 setze, dann kann ich den, dann wird einfach der Wert aus der XL-Spalte, aus der Tool-Turn, als Radius interpretiert. Somit kann ich auch bei meiner Programmierung zum Beispiel Radiuskorrektur verwenden. Das geht eben mit dem 561 nicht. Warum gibt es den Parameter überhaupt? Das bisherige Verhalten war so, dass dass wenn ich ein Drehwerkzeug verwendet habe, beim Zyklus 291 kam einfach ein falscher Bewegungsablauf raus. Das wurde dann mit einer Softwareversion geändert und deswegen gibt es jetzt diesen Parameter, wo ich eben wählen kann, ob ich dieses bevorzugte Verhalten haben will, also dass dieser XL-Wert als Radius interpretiert wird, oder ob ich dieses Verhalten nicht haben möchte, also dass der Wert aus, dass der XL einfach verwendet wird. Dann kann ich halt keine Radiuskorrektur verwenden und muss eben die ganzen Bewegungen auf den Tool Center Point ohne Spindelkopplung ausgeben. Das ist eben umständlich und deswegen sollte der Parameter eigentlich immer auf 1 gesetzt sein. Genau, vor der Bearbeitung muss ich diese Spindelkopplung einschalten und nach der Bearbeitung muss ich sie wieder ausschalten. Also wir sehen hier einmal Q560 auf 1 und Q560 auf 0. Somit ist einmal ein und dann wieder ausgeschaltet. Ein Tool Call würde die Spindelkopplung auch zurücksetzen. So, als letztes habe ich noch ein bisschen Tipps und Tricks für die Zyklen. Und zwar einen Trick, wo ich sehr gerne verwende, wenn die Konturbeschreibung recht kompliziert ist oder aufwendig, dann kann ich mir die Bemaßung sparen und die Konturbeschreibung über den DXF-Konverter mit einbringen. Dazu
habe ich mir eine Zeichnung erstellt mit dem Schnitt durchs Bauteil, damit ich eben die Kontur von meiner rotationssymmetrischen Bearbeitung in einer Schnittdarstellung habe. Ich lege den Nullpunkt auf die Mitte der Bearbeitung, also hier oben auf die Linie, und kann nun die entsprechende Kontur auswählen. So, der DXF-Konverter speichert mir das Ganze ab. Und zwar, wie wir hier unten sehen, mit XY-Koordinaten. Ich brauche aber XZ-Koordinaten. Und da kann ich mir jetzt eine Hilfe oder eine Funktion der Steuerung zu Hilfe nehmen. Und zwar, wenn ich den Softkey Suchen drücke, dann gibt es die Möglichkeit Suchen und Ersetzen. Ich suche den Text Y und ersetze ihn durch Z. Dann nicht ersetze alles drücken, sondern einfach Schritt für Schritt ersetzen lassen. Und so wird dann einfach überall, wo Y steht, ein Z ersetzt. Und so kommt dann die passende Kontur hier raus in X und Z. So kann ich eben auch einfach Konturen aus dem DXF-Konverter für meine Bearbeitung wieder hernehmen. Einfach eine passende Zeichnung erstellen und dann mit Suchen und Ersetzen auf der Steuerung die Y durch die Z-Koordinaten ersetzen. Ein zweiter sehr interessanter Punkt ist die Bearbeitungsgenauigkeit. Und zwar, wie ich diese Bearbeitungsgenauigkeit erhöhen kann. Da haben wir so ein Beispiel gemacht, und zwar in Verbindung mit unserer Funktion CTC Crosstalk Compensation. Da kann man der Steuerung über Messverfahren das Verhalten vom Tool Center Point bei Beschleunigungen und hohen Vorschüben anlernen. Das heißt, die Steuerung weiß dann, wie verhält sich das Werkzeug unten am Werkstück, wenn ich sehr schnelle Vorschubbewegungen fahre. Speziell bei Kreisbewegungen ist es sehr interessant, weil ich ja ständig Richtungsänderungen habe. Und je nachdem, wie viel Masse mit welcher Geschwindigkeit bewegt wird, kann es zu Unterschieden bei der Bearbeitung kommen. Und zwar zwischen dem Soll- und Ist-Position von unserem Tool Center Point. Und das sehen wir bei dem Zapfen oben sehr schön. Wir haben hier 5 mm mit einem langsamen Vorschub und 5 mm mit einem schnellen Vorschub. Und wir sehen hier einen schönen Absatz dazwischen. Das heißt, wenn ich den schnelleren Vorschub anwähle, habe ich einfach einen Unterschied zwischen meiner Sollbahn und der Istbahn. Bei CTC1 ist der Absatz verschwindend klein. Wir werden es gleich mit den Messergebnissen genau sehen. Was haben wir gemacht? Wir haben die ersten 5 mm von einem Durchmesser 40 Zapfen mit 5 m Vorschub programmiert und die zweiten 5 mm mit 16 m Vorschub. Das Resultat ohne CTC war, dass man eine sichtbare Kante zwischen der ersten und der zweiten Bearbeitung gesehen hat. Interessant ist auch die Bearbeitungszeit, sind einmal 196 Sekunden bei 5 m Vorschub und 64 Sekunden bei 16 m Vorschub. Da ist jetzt natürlich klar, ich möchte viel lieber die schnellere Bearbeitung machen. Wenn wir jetzt die Messergebnisse anschauen, dann sehen wir ganz klar die Abweichungen. Und zwar einmal die Abweichungen von der Rundheit und einmal die Abweichungen vom Radius. Wenn wir CTC aus haben und 5 Meter fahren, das wäre das linke obere Beispiel, sehen wir, haben wir 6 μ Abweichungen im Radius und 3,7 μ Abweichungen in der Rundheit. Wenn wir jetzt den Vorschub erhöhen auf 16 Meter, sehen wir, das sind schon sehr große Abweichungen auf einmal, weil die Steuerung das Verhalten vom Tool Center Point unten nicht kennt und da nicht dagegen steuern kann. Mit CTC sehen wir hier drüben einmal natürlich das genaueste Ergebnis, nämlich bei 5 Meter Vorschub haben wir lediglich 2 μ Abweichung in der Rundheit und 2 μ im Radius. Und bei 16 Meter haben wir auch lediglich 6 μ Abweichung im Radius und 10 μ Abweichung in der Rundheit. Also man sieht eine wesentlich genauere Bearbeitung bei einer hohen Vorschubgeschwindigkeit. Und das
haben wir der Funktion CTC, Crosstalk Compensation, zu verdanken. Die muss vom Maschinenhersteller eingerichtet werden. Der macht diese Messungen mit einer Kreuzgittermessplatte und hinterlegt die Werte in der Steuerung. Und dann wird diese einfach ausgenutzt bei schnellen Vorschubbewegungen. So, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, stehe jetzt natürlich noch gerne für Fragen zur Verfügung.